Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur Becker am Start. Wie versprochen bin ich heute in Razor Shark gelandet. Dementsprechend werde ich mich auch heute an ein paar regulären Spins probieren. Per se fände ich Bonus-Buys speziell in Razor Shark viel interessanter. Bis dato beherbergt Razor Shark kein Bonus-Buy-Feature, dementsprechend müssen wohl ein paar reguläre Spins herhalten. Der Ether-Kurs ist ein bisschen angestiegen, dementsprechend stehen mir nun 34.000 Euro statt 30.000 Euro zur Verfügung. Eigentlich wollte ich ein paar 200 Euro Spins durchdrücken, die gibt es im Stake Casino aber nicht mehr, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die überhaupt mal gab. Dementsprechend werde ich mich wie gehabt an ein paar Maximalspins probieren, in dem Fall werden es 400 Euro Spins. Es könnte sehr teuer werden, ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis, ich hoffe auf einen zeitnahen Bonus. Bevor einige unter euch direkt auf die Barrikaden gehen, mir ist schon bewusst, dass die regulären Spins viel schlechter ankommen. Am Ende des Tages entscheidet trotzdem ich. Die Bonus-Buys sind in den vergangenen Monaten sicher nicht zu kurz gekommen. Dementsprechend kann ich mit ein paar regulären Spin-Videos auch ganz gut leben. Und es wäre halt auch ein richtig gutes Gefühl, wenn ich irgendwie auf einen 400 Euro Einsatz einen Bonus-Spin. Denn dann könnte ich im Großen und Ganzen doch einiges gewinnen. Drückt mir die Daumen, ich hoffe auf einen zeitnahen Bonus, auf ein paar Algen, auf einen guten Gewinn. Sofern ich den Bonus bekomme, wäre es mir wirklich recht, wenn ich keinen Nuller-Multi kriege. Ich meine, in Razor Shark bekommt man das leider sehr oft. Für den Bonus bräuchte ich drei Scatter. Sofern ich das direkt im fünften Spin bekomme, wäre das traumhaft. In meinem Fall starte ich die Session, aber wie gehabt, mit einem Bait. Ist frech, ist aber natürlich auch der Normzustand. Ich meine, die Chance für den Bonus ist nicht sonderlich hoch. Ich werde es wie gehabt auf 0 runterdrücken, sofern ich keinen Bonus bekomme, ist es halt so. Sofern ich einen Bonus kriege, wäre es mir recht, wenn ich irgendwie ein bisschen was gewinne. Wenn ich heute mal mit ein bisschen Plus rausgehen könnte, wäre das traumhaft. Gib mir einfach einen netten Bonus oder ein paar Algen. Eine Tausender Münze ad hoc wäre auch schon ganz okay. Ich meine, ich wäre selbst mit einer 100er Münze mehr als zufrieden. Aber in den ersten 20 Spins lassen sich keine Algen sehen. Ich hatte zwar einen Bait auf den Bonus, sonst sehe ich aber bis dato wenig bis nichts. Ich kriege hier auch keinen Bonus und das obwohl der Spin tatsächlich übertrieben lang geladen hat. Bestenfalls bekäme ich eine All-the-Way-Verbindung auf den Top-Symbol bzw. auf einen Wild. Wenn ich das kriege, ist selbst ohne Multi im regulären Base-Game einiges drin. Sonst wäre halt ein Bonus echt erfreulich. Gib mir einfach einen netten Bonus, gib mir einen netten Drop. Und vorzugsweise einen Tausender Multi. Wirklich ein Tausender Multi. Ich meine, ein Tausender Multi auf einen 400 Euro Einsatz, das wäre effektiv ein 400.000 Euro Gewinn. Und so unwahrscheinlich ist ein Tausender Multi gar nicht, das könnte sich schon ausgehen. Also wahrscheinlich ist es logischerweise nicht, aber ein Tausender Multi ist jetzt auch nicht brutal hochgegriffen. Das hatte ich schon einige Male, zwar nicht in Razor Shark, aber in so manch anderen Slot. Bis dato läuft's schlecht. Ich bin in den ersten paar Minuten circa 10.000 Euro los. Ich hatte einen Bait auf den Bonus, bekomme jetzt vielleicht den regulären, beziehungsweise in meinem Fall bekomme ich den zweiten Bait. Die ersten Algen gibt mir einfach ein paar Münzen, ein paar extra Algen, eine Tausender Münze, eine Hunderter Münze. Einfach eine profitable Session. Es wäre halt echt nett, wenn sich Razor Shark mal als gute Wahl herausstellen würde. Ist ja ein brutalst volatiler Slot, dementsprechend ist es wohl zu erwarten, dass ich auch heute wieder alles verliere? Recht wäre es mir nicht. Ich meine, unwahrscheinlich ist es leider trotzdem nicht. Bis dato läuft es katastrophal. Ich krieg ehrlicherweise wenig bis nichts. Die ersten paar Spins sind brutalst uninteressant. Ich krieg nicht nur keine Verbindungen. Ich bekomme in meinem Fall auch kaum Baits. Beziehungsweise kaum Algen. Und ohne Algen und ohne Baits ist das Video nicht nur uninteressant, sondern im selben Zug auch nicht gerade ertragsreich. Ich bekomme halt Deadspin nach Deadspin. Läuft halt ganz und gar nicht nach Plan. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt zeitnah einen Bonus kriege. Ich drücke die Spins ein bisschen schneller durch. Ich möchte euch nicht auf die Folter spannen. Gib mir ein paar Algen, sofern ich jetzt eine dritte Walze bekommen hätte, wäre das echt interessant. So ist es halt mittelmäßig. Weil mindestens zwei Algenwalzen, ein paar Walz, jetzt vielleicht ein paar Münzen. Ich meine, eine hunderte Münze, eine tausende Münze, das wird schon passen. In meinem Fall kriege ich aber effektiv gar nichts. Es könnte halt wirklich sein, dass ich heute wieder 35.000 Euro verzocke.
Wäre schade, speziell wenn man den jetzigen BTC-Kurs in Betracht zieht. Das sind so gut wie 2 BTC. Und die muss ich jetzt nicht unbedingt versenken. Ich meine, in meinem Fall sind es heute Ether. Ändert auch nichts an der Tatsache, ob ich jetzt 30 Ether oder 2 BTC versenke. Ich meine, der Wechselkurs zwischen Ether und BTC ist ja so und so recht stabil. Trotzdem ist es halt suboptimal, wenn ich von Mal zu Mal komplett abgezogen werde. 20.000 Euro sind futsch, das sind ca. 60% meines Startguthabens. Ich habe keinen einzigen Bonus, ich hatte 2 Baits, ich hatte kaum Algen, ich hatte kaum Verbindungen und ich bekomme halt einfach gar nichts. Es war wohl eine sehr schlechte Wahl. Ich würde mich fast schon festlegen. Gib mir jetzt einen Bonus, bitte. Dritter Bait, der dritte Bait, das ist ja... Ne, das wird nichts. Da würde ich mich fast schon festlegen. Ich bekomme wohl keinen Bonus. Ich bekomme wohl die nächste Katastrophensession. Ich werde es, wie versprochen, auf 0 Euro runterdrücken. Sofern ich einen Bonus bekomme, bräuchte ich schon einen ganz soliden. Ich meine, ich bräuchte einen 100er Multi, beziehungsweise einen 80er Multi. Dann wäre das mal mindestens ein Break-Even. Sofern ich in den kommenden 20 Spins nichts bekomme, bringt mir das effektiv halt auch gar nichts. 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 Es ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. An sich ein gut gestalteter Slot. Wirklich ein gut gestalteter Slot. Spiele ich sehr, sehr gern. Klingt perplex, speziell wenn ich jetzt 35.000 Euro verzocke. Aber designtechnisch und speziell auch nostalgietechnisch finde ich Razor Shark immer und immer wieder sehr interessant. Finanziell läuft es überhaupt nicht. Gib mir eine 100er Münze, komm. 1er Münze, eine 2er Münze, jetzt eine 10er Münze und eine 100er Münze, komm. Ja, ein paar bronzene Münzen, effektiv 1-2.000 Euro Gewinn, klar, besser als nichts. In den Profit schickt es mich, aber trotzdem nicht. Jetzt wäre nur noch ein Bonus ganz nett, mindestens fürs Thumbnail, mindestens für eine vermeintlich, beziehungsweise für eine mögliche Profit-Session. In meinem Fall wird es aber einfach überhaupt nichts. Ich krieg Deadspin nach Deadspin, ich krieg halt nichts. Und da kann ich auch wenig Gutes sagen. Ich meine, ich drücke pro Spin effektiv 20 Mbit. Beziehungsweise ein halbes Aether. Und ich bekomme halt gar nichts. Einfach gar nichts. Bombastisch. Es war mal wieder eine Top-Wahl. Ist ein Paradebeispiel, warum man sich das Zocken sparen sollte. Jetzt kriege ich ein paar Algen, die kann ich voraussichtlich gar nicht mehr durchdrücken. Und ich werde jetzt auch nichts nachzahlen, das ist mir ehrlicherweise dann egal. Ich verliere heute den Großteil, ich drücke noch ein paar 100 Euro Spins durch. Jetzt wo es mir einfällt, hätte ich mir auch meine Rakeback abholen können. Ja. Im Großen und Ganzen ist es sicher eines meiner schlechteren Videos. Verübelt es mir bitte nicht, ich wollte ein paar Spins probieren, ich wurde in meinem Fall komplett abgezogen. Ein Abo und ein Like würde mich trotzdem freuen. Cheers!